die neuen harten Ausgangsregeln, die heute nämlich in, ich schaue mal auf die Uhr, ja knapp 10 Minuten in Bayern in Kraft treten. Rausgehen ist noch erlaubt, ausgehen ist aber nicht mehr erlaubt. Rausgehen nämlich nur noch dann, wenn man wichtige Einkäufe zu tätigen hat oder wenn man zur Arbeit muss, aber alle unnötigen sozialen Kontakte, alles Unnötige auf die Straße gehen, das muss ab jetzt unterbunden werden. Und die Polizei in München hat angekündigt, notfalls auch Strafen zu verhängen, harte Geldstrafen bis zu 25.000 Euro, so heißt es heute von der Polizei in München. Wir sehen diesen Tweet dazu abgesetzt am Abend. Das soll keine Drohung sein an alle Bayern oder alle Münchner, aber doch die ganz, ganz dringende und ernst gemeinte Aufforderung, sich an diese neuen harten Regeln in Bayern eben zu halten. Wir haben gerade noch mal Bilder aus der Münchner Innenstadt gesehen und genau da gehen wir jetzt noch einmal hin. Live zu meinem Kollegen Andreas Bachner, der am Marienplatz in München steht. Es ist schlechtes Wetter, das haben wir schon gesehen bei dir, Andreas. Trotzdem wäre da jetzt vermutlich ein bisschen mehr los als gerade. Schilder uns ein bisschen bitte, Andreas, wie sich die Münchner auf diese neuen Ausgangsregeln einrichten. Also hier wären am Freitagabend normalerweise Menschen unterwegs, die von Bar zu Bar ziehen würden. Die Bars sind seit Tagen geschlossen, das ist ohnehin nicht mehr der Fall. Aber es ist tatsächlich gespenstisch in München. In den letzten Stunden haben sich die Straßen geleert. Es waren nur noch ganz vereinzelte Menschen unterwegs. Eigentlich auch nur noch Taxen, die auch leer waren, Trambahnen, die leer waren. Also die Menschen haben sich heute schon darauf eingestellt, tagsüber, waren heute noch mal in der Stadt unterwegs. Viele waren draußen, aber haben sich auch an die Auflagen gehalten und sich nicht mehr in Gruppen getroffen. Heute waren sie sehr vernünftig, die Menschen, und haben sich darauf eingestellt. Aber es ist tatsächlich eine bedrückende Szenerie hier in der Stadt, die man vielleicht vor 4 Jahren nach dem Amoklauf am OEZ gesehen hat. Da war es 3-4 Tage lang so, dass die Stadt leer war. Jetzt wird es zumindest 14 Tage lang so sein. Trotzdem gab es kuriose Situationen, etwa vor einem Baumarkt, wo 200-300 Leute Schlange standen, die heute noch geöffnet hatten, um sich einzudecken. Auch da hat ein Baumarktleiter zu mir gesagt, es waren 2.000-3.000 Leute am Tag da. Also auch da war eine bedrückende Stimmung. Die Leute sind aber grundsätzlich gelassen, haben nicht unbedingt Angst vor der Krankheit als solches, auch wenn die Zahlen extrem angestiegen sind hier in München, alleine über Nacht 202 neue Infizierte. Vor allem haben die Leute eher Angst vor den wirtschaftlichen Folgen und deswegen ist es jetzt auch etwas bedrückend, weil jetzt kommt das tatsächlich auch das öffentliche Leben zum Liegen. In Nürnberg richtet man sich auch auf die Ausgangssperre ein, die da in 5 Minuten dann in Kraft tritt. Wie gehen die Nürnberger, wie geht die Stadt damit um? Hallo, es ist ja auch völlig ruhig in Nürnberg, also kaum einer auf der Straße, es ist gespenstisch fast. Hier hinten im Grunde sieht man das Haus Salitos, das hat bis nachts um 2 geöffnet. Da ist immer, also da geht die Post ab, auch auf der Terrasse vorne, aber es ist alles dunkel, kein Mensch auf der Straße. Wir haben Polizei gesprochen, die haben gesagt, es ist relativ ruhig, es sind nur ein paar Autofahrer, die durch die Altstadt düsen, was natürlich verboten ist. Dann wird ab und zu mal ein Blaulicht und eine Sirene zu hören sein, aber sonst ist es sehr ruhig, also ganz ruhig. Man glaubt, also die Nürnberger haben es verstanden, was jetzt zu tun ist. Das ist schon eine historische Stunde, die wir hier erleben. In 9-8 Sekunden tritt diese Ausgangsbeschränkung in ganz Bayern und eben auch in der Landeshauptstadt in Kraft. Das bedeutet, rausgehen ist noch erlaubt in ganz bestimmten Fällen, nämlich wenn man einkaufen möchte, dringende Bedürfnisse, Besorgungen machen möchte und wenn man seiner Arbeit nachgehen muss. Aber ansonsten sollte man sich zu Hause aufhalten, so die Anordnung der bayerischen Landesregierung. Man sollte eben soziale Kontakte ab sofort wirklich strikt meiden. Rausgehen noch unter bestimmten Bedingungen erlaubt, aber ausgehen eben nicht mehr. Ja, es sind tatsächlich nur noch Polizeistreifen unterwegs. Vor ein paar Minuten sind tatsächlich noch ein paar Menschen runtergelaufen, um noch schnell die S-Bahn zu bekommen, um möglichst vor Mitternacht nach Hause zu kommen. Also das tritt jetzt hier in Kraft. Morgen am Samstag wäre es normalerweise so, dass hier am Marienplatz Hunderte von Leuten stehen würden und sich das Glockenspiel, das viele Touristen anlockt,
ansehen würden, filmen würden. Dreimal am Tag ist das zu sehen. Das kommt jetzt alles zum Erliegen und die Menschen dürfen nur noch eigentlich zur Arbeit gehen oder Kranke besuchen, Arztpraxen. Kranke besuchen natürlich nicht, außer es gibt einen triftigen Grund, aber in Arztpraxen gehen. Die Polizei wird engmaschig kontrollieren. Das haben sie angekündigt. Es gab auch die Meldung, dass es sehr harte Strafen geben wird, bis zu 25.000 Euro. Das wird jetzt natürlich nicht bei der ersten Kontrolle der Fall sein. Wer tatsächlich einen triftigen Grund hat, der hat nichts zu befürchten. Aber die Polizei hat angekündigt, bei Wiederholungsfällen wird es harte Strafen geben. Straßen, auf denen kaum noch Autos fahren, Plätze, die normalerweise voll sind, auf denen keine Menschen mehr zu sehen sind. Das sind die Bilder, die uns seit einigen Tagen und erst recht seit diesen neuen Ausgangsbeschränkungen in Bayern begleiten und vermutlich nun Tage, Wochen lang bundesweit begleiten werden. Danke, Andreas.